Warum kämpfen die so krass? Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, ihr habt zwei Tage locker darauf gewartet, dass ich mein erstes Review zu Black Ops 6 gebe. Aber es hat einen wichtigen Grund, dass ich es jetzt nicht vorher gemacht habe. Ich hätte die Zeit gehabt, auch wenn es knapp war mit allem. Aber ich habe es aufgenommen, habe es angefangen zu schneiden und habe festgestellt, das kann ich so nicht hochladen. Habe es nochmal aufgenommen, habe dann festgestellt, dass ich es... Auch so nicht hochladen kann, weil ich jetzt meine Meinung anders präsentiere, als sie wirklich ist, was etwas sehr Seltenes bei mir ist. Und habe dann meine Anfangsvideo nochmal angefangen, habe es wieder weggeschmissen und habe es jetzt wieder gemacht. Und ihr werdet vielleicht verwirrt sein, aber... Die Beta ist am Freitag gedroppt und Freitag gegen 17-18 Uhr konnten, glaube ich, so die ersten spielen und ich war hier. Ich hatte vorher noch was zu tun und hätte anfangen können und habe andere Sachen gemacht. Ich habe ganz viele Videos für Tarkov gemacht, habe Tarkov gespielt, bin noch ein bisschen los und bin irgendwann so um, weiß ich nicht, achthalb neun erst dann dahin und so ganz entspannt. Und das war das allererste Mal von allen CODs, die ich bisher gespielt habe, dass ich da war. Eine Beta hätte sofort anfangen können und ich hatte einfach kein großes Interesse, sofort zu starten. Die Beta habe ich dann am Freitag gespielt, ungefähr 3-4 Stunden. Und das ist heftig, dass ich das so sage, aber es hat mir gereicht in dem Moment. Und bevor jetzt so Leute kommen, die die Kritik nicht unterscheiden können von Feedback und sonstigen Sachen. Das Game Black Ops 6, wie wir es jetzt in der Beta haben, ist kein schlechtes Call of Duty. Und es hat viele Aspekte, die ich an Call of Duty mag. Es ist schnell, es ist aggressiv. In manchen Momenten sieht es aus wie Modern Warfare. Das liegt einfach an der Engine, die bei allen CODs jetzt gleich ist. Und an manchen Momenten erinnert es mich doch sehr an einen Black Ops Teil. Und das ist die Farbgestaltung, auch die Mapgestaltung finde ich gut. Das Waffenfeeling ist gut. Es fühlt sich auch wieder sehr gut an, jemanden zu killen. Ich mag, wie man die Streaks loopen kann, auch wenn man wieder an dem Punkt ist, wo man pro Leben nur einmal seine Streaks bekommt aber und das habe ich in dieser Beta und ich habe bisher nur an dem Freitagabend Beta gespielt, nicht Samstag, nicht Sonntag, nicht Montag, nicht heute, wenn ihr das Video seht. Äh, ich bin am Tag auf vibe grinden und freue mich sehr auf das, was da bei Black Ops oder Black Hawk oder Hawk Tour kommt. Äh, Ende 24 letztes Quartal werden wir von Black Hawk die äh, den Early Access haben für alle PC Spieler und dann Januar, Februar, März haben sie geschrieben, äh, danke Alex auf jeden Fall. Und äh, Januar, Februar, März haben sie dann geschrieben, dass wir zusätzlich für die Konsolen dann Black Ops bekommen. Das sind Games wie Tarkov so, die mich interessieren und wo ich meinen Fokus drauf habe. Call of Duty hat mich, also ich glaube, ich bin auch nicht mehr die Zielgruppe von Call of Duty und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe einfach keine Lust mehr in einer Beta, Alpha, im Full Game, stundenlang bei 35 Grad hier drinne, nur für Content reinzuschwitzen wie ein Wahnsinniger, weil ein Algorithmus bestimmt, wie ich das Game zu spielen habe und vor allen Dingen, wie ich das Game zu empfinden habe. Und diese Beta hat mir das richtig hart gezeigt. Heißt es jetzt, dass ich nie wieder Call of Duty spiele? Natürlich nicht. Ich werde Call of Duty auch dieses Jahr Hardcore begleiten. Es kommen diese Woche drei Videos zur Beta. Einmal Aim Assist Nerf, einmal Controller Settings für euch, fürs offene Beta-Wochenende und die offenen Beta-Tage, weil wir ein paar neue Settings haben, die wir so noch nicht kannten. Und kleiner Disclaimer: Bei meinem Partner OMGN gibt es 12% Rabatt mit meinem Code, 10% bei denen auf der Seite, 12% über meinen. Es sind ein paar Black Ops 6 Bestellungen und Ideen eingekommen. Ihr könnt euch alles zusammenstellen. Dicke Empfehlung: Wenn ihr zockt, wird es Zeit für einen neuen. Aber würde ich keinen einzigen Cent durch YouTube, Twitch und sonstiges mit Call of Duty verdienen. Und so ehrlich muss ich sein, glaube ich, dass ich nicht nur noch weniger Interesse daran hätte jetzt auf das Full Game, sondern ich glaube, ich würde weder die Beta noch das Full Game gekauft haben und spielen. Und ich finde, als Creator muss man so ehrlich sein. Ich glaube, dass diese Franchise mich als passionierter Spieler. Irgendwann in den letzten vier oder fünf Jahren komplett verloren hat und ich verdiene verdammt gutes Geld als kleiner Creator mit YouTube-Videos zur COD und das ist ein ehrliches Versprechen. Ich werde euch alles an Einsatz geben, dass die Videos gut sind. Ich werde die nicht dahin rattern. Das habe ich noch nie bewusst gemacht. Aber diese Franchise hat mich mit diesem Matchmaking-Scheiß und diesen Skandalen und allem echt verloren. Dazu kommt. Es sieht halt wirklich teilweise immer noch aus wie ein Modern Warfare und ich ertrage diese Modern warfare milsim scheiße nicht mehr. Damit wir aber eine positive Note dabei haben. Black Ops 6 fühlt sich, wenn wir mal Packet Burst rausnehmen, was unfassbar groß ist als Problem, eigentlich richtig flüssig an. Ich mag das Omni-Movement, man kann geile Plays hitten, seht ihr so ein bisschen im Hintergrund. Wenn man sich ein bisschen eingespielt hat, kann man mit den Streaks ein bisschen was machen. Die Streaks machen Kills. Dieses Game hat bisher vieles in der Formel, was viele gestandene COD-Spieler mögen. Es ist schnell, es ist aggressiv, es ist hart, es geht rein. Das reicht aber nicht mehr, um mich mit 33 Jahren dafür zu begeistern, wenn ich weiß, was ich tun muss, damit ich so spielen kann. Und während ich das in der Beta ja irgendwie noch nachvollziehen kann, weil wir das Thema SBMM kennen, habe ich auch einfach keine Lust mehr und keine Nerven mehr, mich von so einem manipulativen System andauernd an den Rand des Wahnsinns drängen zu lassen. Und ich habe auch keine Lust in der Beta, wie manche Elite-Warzone-Streamer hier mit Neffen-Accounts umherzulaufen. Ganz ehrlich, wer in einer fucking Beta zu dumm ist, irgendwie das nicht zu spielen oder mit neffen accounts zu spielen, ne? Oh, Junge, kriege ich Hass dabei, wirklich. Wer sowas macht, gehört zu den dümmsten Menschen der Welt. Da gibt es auch gar keine andere Erklärung. Es ist so behindert. Da macht man sich beruflich von so einem Kackgame abhängig. Und weil man es halt in SBMM-Lobbys nicht auf Dauer reißen will, was ich ja nachvollziehen kann, weil es anstrengend ist, aber das Geld irgendwie braucht und nicht in der Lage ist, den Mut zu haben, was Neues zu probieren, geht man mit drei Neffen und seinen zwei Kumpels rein und spielt zu sechs in der Call of Duty-Beta mit Neffen. Ich, also Ich, ich glaube, es hackt, was ich da gesehen habe. Generell, mir persönlich hat diese Beta eigentlich die drei vier Stunden, die ich gesehen habe, so gefallen, dass es ein Game ist, wo ich sagen würde, es ist nicht schlecht. Es ist halt aber auch nicht gut. Es ist nichts Neues dabei. Omni Movement ist dabei, aber seien wir ehrlich: So viel Neuerung ist dahinter nicht. Und ansonsten ist es. Und es klingt negativer, als es gemeint ist. Aber ich will ehrlich sein zu euch, äh, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und alles, was sie dazwischen führt. Es hat mich einfach gar nicht so sehr abgeholt, weil es gefühlt spiele ich das gleiche Game wie letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor drei Jahren. Gleiche Engine, manche Momente sehen gleich aus, manche nicht. Eins, Veränderung, aber wir haben nichts Bahnbrechendes, wir haben nichts Neues, wir haben immer noch Lobbys, die auseinanderbrechen. Äh, dieses Packet-Burst-Thema ist seit Jahren Thema, es wird jedes Jahr schlimmer, es scheint bei Activision niemanden zu interessieren. Und gerade jetzt, wo andere Games auf dem Markt sind, die vielleicht keine Konkurrenz für Call of Duty sind, aber Konkurrenz für Leute wie mich, die sich nach etwas sehnen, was sie mal wieder herausfordert, was neu ist. Und egal, ob das Tarkov ist, Arena Breakout, ob das Delta Hawk ist oder sonst was, es gibt Alternativen. Und solange es Alternativen gibt, sehe ich mich nicht acht Stunden am Tag dieses Game, diese Beta, den Full Release grinden. Da werden viele Videos zu kommen. Ich verdiene sehr gutes Geld, was ich sehr gerne mitnehme. Das macht sehr viel Reichweite. Es interessiert mich auch tatsächlich mehr. YouTube-Videos über die Beta und Call of Duty zu machen, als das Game selber zu spielen. Und ich bin der Meinung, wenn man als Creator wie ich an diesem Punkt ist, muss man fair und ehrlich sein und das offen und ehrlich so sagen. Das soll nicht bedeuten, dass das Game scheiße ist, das soll nicht bedeuten, dass das Game scheiße wird und das soll auch nicht bedeuten, dass ich es einfach komplett ignoriere. Aber ich mache aktuell die Gunsmith-Serie zu Ende für Tarkov. Die Videos haben irgendwie 100 Aufrufe. COD-Videos, wenn ich Rachel oder wenn ich irgendwas Spannendes mache, haben 5, 6.000, 10 10.000 Aufrufe. Wisst ihr eigentlich, wie scheißegal mir das ist? Weil ich weiß, ich habe 100 Aufrufe und davon sind ein paar Leute, die sich über die Gunsmith-Sachen in Tarkov freuen. Ich bin an dem Punkt, wo ich es einfach nicht mehr akzeptieren kann, solche Sachen durchzugrinden, nur weil es erwartet wird. Was bedeutet? Ich werde diese Woche die Beta und auch die offene Beta selbstverständlich nochmal anfassen. Ich werde es auch nochmal durchtesten und werde auch noch weitere Waffen testen. Aber diese Beta hat mir definitiv gezeigt, bei allem, was sie vernünftig gemacht haben, es ist nichts mehr Besonderes. Es ist nichts mehr, was meine volle Aufmerksamkeit durchgängig haben muss. Und trotzdem habe ich als Creator eine Verpflichtung, euch guten Content zu liefern, denn ich möchte ja was dafür haben. Ihr sollt ja auf die Videos klicken. Und wenn ich euch Scheiß-Videos gebe, dann kriege ich Scheiß-Aufrufe. Das ist ja nun mal so. Das heißt, Fazit, auch wenn es negativer klingt, als es ist, die Beta ist okay bisher. Diese ganzen technischen Probleme, Desync, Packet Burst, das ist alles Schmutz. Leider ist es halt immer noch so. Ich bin kein großer Fan davon, dass diese Engine für alle CODs die nächsten Jahre gleich bleiben soll, weil ich das Gefühl habe, dass auch das Aussehen und das Feeling der Games durch dieselbe Engine bei jedem Entwickler, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, Raven, Binox, dass diese Engine dafür sorgt, dass sich das Game Jahr für Jahr gleich anfühlt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man uns jedes Jahr den gleichen Scheiß gibt, was sie eigentlich, wenn wir ehrlich sind, seit fünf Jahren schon tun. Mich würde eure Meinung interessieren und welches Video wollt ihr zuerst morgen haben? Ihr habt zwei Optionen. Die Option Nummer 1, das könnt ihr in die Kommentare schreiben, Controller-Settings oder Option Nummer 2, warum ist der Amesis genervt und warum ist das ziemlich geil? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, gebt Chepi einen Kuss, schaut bei OMGN vorbei und genießt den Abend, ihr seid geil, ich auch. Passt.